Neue Folge Comments Gym, diesmal mit dem ersten weiblichen Gast in der Reihe, und zwar Anastasia aus unserem Verein Schwerathletik Hamburg. Viel Spaß mit dem Video. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Neben mir ist Anastasia. Und Anastasia ist bei uns im Verein bei Schwerathletik Hamburg. Wir haben uns heute mal gedacht, wir trainieren ein bisschen zusammen und dann gibt es jetzt eine Folge Comments Gym. Ihr seht jetzt ein paar Eindrücke vom Training und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, da sind wir zurück und wie üblich habe ich auf Instagram ein paar Fragen gestellt, Anastasia selbst auch, die habe ich hier, damit ich nicht immer so blöd aufs Handy gucke. Und ich würde sagen, stell dich doch erst einmal vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, sag mal, wer du bist, was du so machst und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, also ich bin Nasti, ich bin 27 Jahre alt und ich trainiere schon seit 9 Jahren und mache Powerlifting seit einem Jahr circa. Genau, ansonsten studiere ich International Management und Controlling. Und arbeite nebenbei als Werkstudentin im Controlling-Bereich. Ja. Alles klar, 9 Jahre schon? Genau. Und dann vorher aber so Bodybuilding, Fitnesskram mäßig? Richtig. Und ganz, ganz viel Cardio. Natürlich, Cardio. Ja, und seit einem Jahr Powerlifting hast du gesagt. Erzähl doch mal, wie bist du denn generell dazu gekommen? Also, wir haben jetzt nicht alle Fragen, die uns gestellt wurden, hier aufgelistet, weil viele sich auch ähneln und gedeckt haben. Aber trotzdem, erzähl doch einfach mal, wie bist du zum Powerlifting gekommen? Ja, angefangen hat das Ganze halt mit ganz, ganz viel Cardio, eben Stepper, Crosser, alles, was halt dazu gehört, viel Fahrradfahren. Ja, und dann habe ich mich irgendwann an die Geräte getraut, habe so ein bisschen rumprobiert, natürlich ganz, ganz viel falsche Technik gehabt überall. Ja, und dann tatsächlich irgendwann mal auch was mit der Langhantel probiert. Ja, Squats am Anfang, die Tiefe war grausam, wirklich. Also ich konnte nicht mal richtig in die Hocke gehen. Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Ja, Kreuzheben war auch so eine Sache bei mir. Also ich habe ganz, ganz schlechte Hebel, was Conventional Kreuzheben angeht. Deswegen habe ich mich dann so ganz, ganz langsam an die Sumos getraut. Da ist der Po halt zuerst hochgeschossen, da hatte ich auch ganz, ganz viele Probleme gehabt. Da dachte ich mir auch so, so wird das nichts aus mir. Ja, irgendwann habe ich dann das Benchen ausprobiert, das lief aber komischerweise ganz gut. Das habe ich eigentlich direkt beherrscht und direkt mit ca. 35 Kilo losgelegt. Ja, dann war es halt so, mein Freund macht halt für mich die ganzen Pläne. Und ich habe halt zuerst nach 5-3-1 trainiert. Das lief ganz gut, damit habe ich auch schon ordentlich Progress gemacht. Irgendwann haben wir dann Candito-Plan ausprobiert. Ja, es war super viel Volumen und ja. Boah, war grausam mit Squats und Deadlifts an einem Tag. Also pff, da war ich komplett aus der Puste. Also ja, das war auch so eine Sache. Ja, dann irgendwann kam eine ganz, ganz schlimme Phase. Da habe ich mich am unteren Rücken verletzt. Ja, das Ganze hat sich circa für ein Jahr hingezogen. Okay. Ich war auch beim Orthopäden und der meinte einfach, ja, irgendwann geht's vorbei. Dann habe ich halt, keine Ahnung, 12 Monate gewartet. Ach, insgesamt. Ja, war es halt weg. Dann war ich irgendwann Baumes Place trainieren, also so Probetraining gemacht und habe da einen Powerlifter getroffen. Ah.
und meinte zu mir so, ja, pass mal auf, in 3 Monaten findet ein GDFBF-Single-Event statt. Da musst du nicht unbedingt squatten und deadliften, wenn du unteren Rückenprobleme hast. Probier es erstmal mit dem Bankdrücken. Ja, dann habe ich mich halt aufs Bankdrücken vorbereitet und plötzlich waren die Schmerzen am unteren Rücken weg. Warum auch immer. Okay. Dann habe ich die Squats langsam integriert. Genau. Und dann habe ich im April 2019 meinen ersten Wettkampf gemacht. In Squat und Bench. Deadlifts habe ich erstmal komplett weggelassen. Die habe ich knapp ein Jahr nicht gemacht, wegen meinem unteren Rücken eben. Ja, so fing es halt an. Ja. Nicht schlecht, spannend auf jeden Fall. Falls ihr euch wundert, warum das hier zwischendurch so ein bisschen knallt, wir sind ja, wie ihr sehen könnt, im Hamburg Babel natürlich, wo auch sonst. Und nebenbei wird hier noch trainiert, von daher, ja, aber ich denke, man versteht uns ganz gut. Warum machst du das so? Also die Frage kam, was ist dein Warum, was ist deine Motivation dahinter und was treibt dich so an? Ja, also wenn ich so zurückdenke, früher war ich so ein pummeliges Mädchen, okay, hatte so ein bisschen Bäuflein, ein bisschen Doppelkinn. Mein erstes Ziel war halt eben abnehmen, so wie, glaube ich, die meisten Mädels. So, irgendwann habe ich mich dann halt reingesteigert, wie ich schon vorher erzählt habe, bin dann irgendwie dann durch einen Powerlifter zum Powerlifting gekommen und natürlich durch meinen Freund, der für mich die ganzen Pläne gestaltet. Macht der auch Powerlifting? Nee, ne? Der macht tatsächlich nur Bodybuilding, ne? Genau, aber der kennt sich so gut aus, also einen besseren Coach kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wirklich. Ja, und dann hat er mich halt gecoacht und da habe ich irgendwie in kürzester Zeit guten Progress gemacht. Also wenn ich so zurückdenke, im Juni hatte ich ein Total von 320. Letztes Jahr. Genau. Mhm. Und jetzt 377,5 neulich vor einem Monat circa gehabt. Also in einem Jahr knapp 60 Kilo. Ja. Tatsächlich gut Progress gemacht und es hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Also ich hatte ehrlich gesagt nie so eine richtige Hängephase gehabt, wo ich irgendwie nichts gemacht habe. Also ich habe eigentlich immer trainiert. Ja, ich liebe es einfach. Es ist einfach meine Leidenschaft. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen ohne. Ja, und irgendwie nach dem Training fühle ich mich halt super befreit, wohl, habe freien Kopf für andere Dinge, wie zum Beispiel arbeiten, lernen, was halt eben dazu gehört. Ja, wie gesagt, es ist halt eben meine Leidenschaft. Okay. Wenn wir schon bei deinem Total sind, was du eben angesprochen hast, was sich gesteigert hat, dann verrat uns doch mal, was deine persönlichen Rekorde sind, also persönliche Bestleistung. Ich glaube, du hast ja zu Hause im Home Gym quasi einen kleinen eigenen Wettkampf sozusagen gemacht, jetzt während der Corona-Zeit. Und ja, sag mal, was sind da deine persönlichen Rekorde? Ja, also Squat 136,5, Bench 83,5 und Deadlift 157,5, wobei ich auch schon mal 160 gehoben habe. Allerdings mit einer kleinen Abwärtsbewegung, somit war es einfach nur ein Tipp, ja. Zählt leider nicht, sonst hätte ich 380 Total gehabt. Das ist wirklich ärgerlich. Dann hätte ich endlich mal die Kader-Norm erreicht. Aber gut, Arno, das hat ja alles. Arno? Genau. Ja. Aber das hat ja alles Zeit. Sag nochmal kurz, welche Gewichtsklasse bist du? In der 57er. Ja. Genau. Ja. Stabil. So, bleiben wir noch beim sportlichen Thema, beziehungsweise eigentlich sind alle Fragen hier eher in Richtung Sport und Ernährungskram. Hast du ein Vorbild, den du nacheiferst oder was dich antreibt? Tatsächlich, ganz, ganz viele. Also zum einen Heather Connor auf jeden Fall in der 47-Kilo-Klasse. Mhm. Ich meine, die hat schon 400er Total erreicht, was ich eigentlich auch irgendwann mal erreichen möchte. In unter 47, also das muss man sich einfach mal vorstellen, so eine kleine Frau. Ja. Dann hat sie auch noch das Vierfache gehoben, was einfach nur abnormal ist. Ja. Genau, ansonsten Marissa Inder, das ist so eine typische Powerbuilderin. Also die ist halt super krass im Powerlifting, aber auch im Bodybuilding. Also mit 18 sah sie krasser aus, als ich jemals aussehen werde, nehme ich mal an. Dann hat sie auch noch Kinder und sieht trotzdem so top aus. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Und sie ist übrigens schon, ich glaube, 43. Aha. Und so ein hammer Körper und so stark, also mehr kann ich nicht dazu sagen. Cool. Ja, und ansonsten, ich habe noch zwei weitere. Okay. Maria Hatti in der 57-Kilo-Klasse. Ist auch eine Powerbuilderin, hat früher auch Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht. Gehört zu den stärksten Frauen in der IPF. Und Cassandra Martin. Sagt dir das was? Ich bin was Powerlifter, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Was, ich kenne so ein paar, also die Bekannten halt, keine Ahnung, Russell Orhi, ja, ne, Tyler Edward, Owen Hubbard, bla. Aber ansonsten
Ich bin mit Namen so schlecht. Das macht nichts. Ja, ist halt eine krasse Bodybuilderin. Das, so will ich auf jeden Fall irgendwann mal aussehen. Ne? Ich weiß nicht, ob das für mich erreichbar ist, aber so eine Form wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Ja, cool. Und stark ist sie auch noch dazu, muss man so also sagen. Dafür, dass sie nur Bodybuilding betreibt. Ja. Alright, dann eine Frage, die auf das Training direkt abzielt. Und zwar, was für ein gutes Training nicht fehlen darf. Also hast du irgendwelche Rituale, irgendwas, was du immer gleich machst, irgendwelche Snacks oder was auch immer? Ja, tatsächlich. Also ich trainiere oft auf nüchternen Magen, also fast auf nüchternen Magen. Jedoch darf eine Banane nicht fehlen. Ich weiß nicht warum, aber komplett nüchtern ist halt immer so eine Sache. Ne? Ja. Dazu auf jeden Fall noch IAAs, im Training aber. Genau, ansonsten periodisiere ich mein Koffein, also im Deload, und in der ersten Woche trinke ich nur einen Kaffee. Ab der zweiten Woche steigere ich das Ganze, dann kommt noch so ein kleines Energy dazu. Ab der dritten Woche die Hälfte vom großen Energy plus Kaffee. Und in der vierten Woche halt so ein riesen Energy plus Kaffee. Am besten Monster, ohne Kohlensäure, weil ansonsten wird mir einfach mal richtig, richtig schlecht beim Kreuzheben. Ja. Passende Überleitung, als hätte man die Fragen so ein bisschen geplant. Ja, habe ich gemacht. Hattest du mal Probleme mit deinem Essverhalten? Ist ja so ein Thema, viele, die ja Fitness irgendwie betreiben, also vor allem Fitness, sage ich mal, auch gerade wenn man sagt, man möchte abnehmen, dann irgendwann so in diesem Thema landet, alles zu tracken über Monate, jahrelang, keine Ahnung, kann ja durchaus mal vorkommen, weil man auch so irgendwann in dieser Routine drin ist. Also hattest du da mal Probleme mit? Ja. Würde ich definitiv mal sagen. Also gerade als ich mit dem Fitness angefangen habe, habe ich so richtig krasse Diäten gemacht. Über 1000 Kalorien Defizit, also so wirklich knallhart. Um die 1000 bis 1200 Kalorien gegessen und dazu auch noch super, super viel Cardio gemacht. Also unnormal viel. Habe so krass abgenommen, dass ich irgendwann 47 Kilo wog auf 1,60. Also schon recht wenig, würde ich sagen, für meine Größe. Ja, und das Zweite, das war sogar gar nicht mal so lange her. Das war vor circa 2 Jahren. Da habe ich eine krasse Diät gemacht. Für meine Verhältnisse, also ich habe halt 1,5, fünfmal die Woche gegessen und 2 Refeeds pro Woche gehabt. Das Ganze ist aber so krass eskaliert. Also ich hatte an diesen 2 Tagen so um die 4.000, 5.000 Kalorien gegessen. Habe dann irgendwann mein Gewicht gehalten und gute Form gehabt, aber... Also ich war total verrückt nach Essen. Und als ich dann mit der Diät durch war, habe ich ja innerhalb von 2 Wochen irgendwie 4-5 Kilo zugenommen. Also das ging ganz schnell. Ja, und seitdem ich Powerlifting betreibe, sieht das Ganze schon viel, viel besser aus, muss ich sagen. Ist ja auch tatsächlich, also irgendwie so im Powerlifting gefühlt, gibt halt auch super viele, die wenig bis gar nicht drauf achten. So. Und es geht ja am Ende auch einfach um die Leistung. Man muss leistungsfähig sein und... Klar, wenn man jetzt irgendwie in eine Gewichtsklasse rein will zum Wettkampf oder so, dann muss man natürlich schon so ein bisschen diäten. Ja, klar. Aber eigentlich ist es halt so, es steht halt eher die Leistung im Vordergrund und nicht irgendeine Optik oder irgendein Kram, ja. Ja. Cool. Dein witzigstes Erlebnis im Gym, hat jemand interessiert? Ja. Ja, das war einmal beim Kreuzheben, da bin ich so schön nach hinten gefallen. Das war irgendwie komisch, also ich habe halt so einen richtig breiten Stand beim Sumo ausprobiert. Wollte halt noch mehr cheaten. Hab so meine Füße so schön nach außen geschoben, dann war der Boden auch noch rutschig. Dann hatte ich auch noch schön Ammoniak zu mir genommen. Ja, und beim ersten habe ich irgendwie die Balance verloren, also kam nicht mal ins Lockout, und beim zweiten Mal halt nach hinten gekippt und schön ausgerutscht. Besser aber so, als wenn dir aufgrund zu breiten Standes irgendwie die Gewichte auf den Fuß fallen. Das wäre doch was. Das ist letztes Jahr auf der deutschen Meisterschaft. Ich glaube, 1 oder 2 Athleten passiert. Nein. Also ich weiß auf jeden Fall einen Mann in der 93er oder so. Der steht halt, der hatte relativ lange Beine und stand halt relativ breit. So, und das waren, keine Ahnung, 300, 300, also war halt auch echt stark das so, ne? Weh, und ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber ich habe danach halt irgendwie so in den Tagen danach in Instagram geguckt. Der hat sich halt irgendwie, ich glaube, den ganz kleinen und den Zeh daneben halt irgendwie zertrümmert. Ja, ist halt draufgefallen, ne? Und so. Man lernt drauf. Ja. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen enger stehen. Aber gut, solange es nur nach hinten gefallen ist.
Gut, dann schließen wir das Ganze doch nochmal ab und zwar mit deinen Zielen. Entweder für dieses Jahr, ja, wenn es dieses Jahr noch Wettkämpfe gibt, weiß man ja nicht, oder dann eben fürs nächste Jahr. Was gibt es so für Ziele? Ja, also als erstes auf jeden Fall die KDA-Norm erreichen. Das sind ja 380 Kilo, das müsste eigentlich machbar sein. Und als nächstes Ziel 401, würde ich sagen. Das wäre halt auch tote Rekord. Ja, wie sich dann das Ganze zusammensetzen würde, ist mir eigentlich egal. Also ich habe anfangs 140 Squat, 90 Bench und 170 Deadlift geplant. Allerdings wird es wahrscheinlich so aussehen, dass ich 145 squatten würde, 90 Deadliften und, nee, 90 Benchen und 165 Deadliften. Ja. Nehme ich mal an, das wäre, glaube ich, realistischer. Ja, die Squats haben tatsächlich die Deadlifts ein wenig eingeholt. Muss auch mal sein. Ja. Ja. Und für 2021 schauen wir mal. Ne? Also klar, irgendwann international starten wäre schon richtig, richtig cool. Aber damit rechne ich frühestens ab 2022. Wenn es dazu kommen sollte. Who knows? Who knows? Ja, sehr schön. Dann dir auf jeden Fall vielen Dank. Ich denke, an der Stelle machen wir Schluss. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir werden deinen Weg natürlich verfolgen. Du bist ja schließlich in unserem Verein. Du wärst ja dieses Jahr auch gestartet auf der Deutschen. Ja. Hat leider nicht geklappt. Aber gut, wird dann sicherlich nachgeholt werden. Und ich weiß gar nicht, wer, weißt du was aus dem Kopf, wer in deiner Klasse da noch irgendwie oben mitspielt? In meiner Gewichtsklasse? Ich hab's nicht im Kopf, ich hab's ja gesagt, ich hab's nicht mit dem Namen. Ach so, also Lifting Erdbeere auf jeden Fall. Ah, aus Hamburg. Schöne Grüße an dich auf jeden Fall. Aus Hamburg, ja. Ja, aus Hamburg. Allerdings ist sie ja noch bei den Junioren. Ah, ich weiß nicht, ob du bei den Aktiven schon starten möchtest. Wäre natürlich auch cool. Dann bin ich auf jeden Fall umso motivierter. Ja, ansonsten Julie natürlich, die Bundesbizepsministerin. Ah, ja. Lea Karnowski, wenn sie in der 57er startet. Von Dedicated, ne? Genau. Ja. Ja, und noch ein paar weitere Mädels. Starke Klasse. Ein paar Newcomer sind auf jeden Fall auch noch am Start. Ich weiß jetzt nicht, wer von denen genau starten wird, aber ja, ich habe da tatsächlich noch welche im Kopf, auch von der GDFBF, die auch gut am Start waren. Ja, schauen wir mal. Sehr cool. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall dann, wenn es ansteht, natürlich viel Erfolg. Wir werden natürlich dabei sein vom Verein aus. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt an dieser Stelle mit dem Video. Wenn ihr Fragen an Anastasia habt, dann schreibt sie entweder hier drunter oder folgt ihr auf Instagram. Steht nachher in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.